Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich habe hier so einen uralten Ordner, den wollte ich eigentlich schon wegwerfen. Der ist total dreckig, das wird auch gar nicht mehr sauber. Hier sind auch so Klebereste dran, weil ich da früher mal was draufgeklebt hatte. Und auch hier drin ist der echt nicht schön. Aber das hier funktioniert auch super gut. Und ich wollte ihn wirklich schon fast wegwerfen und dann dachte ich mir, das ist viel zu schade. Ich werde den einfach ein bisschen neu gestalten und ich habe mir gedacht, vielleicht möchtet ihr dabei sein. Zum Bekleben benutze ich ganz unterschiedliche Materialien und da ist auch ganz viel dabei, was ich von euch, also von einigen von euch in der Fanpost hatte, zum Beispiel wunderschöne Sticker oder Washi-Tape und außerdem werde ich Washi-Sheets verwenden, Glitzer-Tape, Textiltape und alles, was mir sonst noch so einfällt.
Mein Ordner ist jetzt fertig und ich bin so froh, dass ich den nicht weggeworfen habe. Das hat so Spaß gemacht, den zu bekleben. Also ich mache sowas immer richtig gerne und da kann man sich auch ewig mit aufhalten, finde ich. Vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht, mir dabei zuzusehen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wie ihr so einen Ordner bekleben würdet. Und vielleicht hat auch der ein oder andere, der uns ein Fanpäckchen geschickt hatte, die Sticker wiedererkannt, die ich verwendet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Ordner von allen Seiten. Das ist vorne. Wenn man das Ganze aufklappt, sieht es innen so aus. Und hinten ist der relativ schlicht gestreift. Und hier habe ich dann noch so die schönsten Sticker hingeklebt. Vielleicht werde ich das Ganze noch ein bisschen ergänzen. Und relativ sicher werde ich hier auch noch eine Folie drüber kleben, damit der ein bisschen robuster ist, weil so löst sich auch ganz leicht. Ja, was zum Beispiel hier sehe ich schon, dass sich das hier ein bisschen wieder löst. Und wenn man dann einmal so eine Buchfolie überall drum macht, dann ist der auf jeden Fall noch ein bisschen haltbarer. Ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt. Wenn ihr noch Ideen habt, Anregungen habt, wie man sonst so einen alten Ordner neu gestalten kann, aus alt macht neu. Sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!